So, hallo und willkommen zurück zu Kapitel 3 von Metro 2033. Fremder und feindlicher Ort war. So, also ich möchte erstmal zwei Sachen vorweg. Das letzte Kapitel war für mich jetzt persönlich sehr, sehr krass. Ich habe mich vorher eben auch, muss ich sagen, ein bisschen sensibilisiert, indem ich jetzt einfach ein paar Filme geschaut habe, die mich jetzt persönlich schon sehr horrifizieren, kann man sagen. Und deswegen habe ich jetzt auch etwas mehr Reaktion zeigen können und war nicht immer so gefasst wie sonst bei meinen Let's Play. Und das andere, ich habe paradoxerweise jetzt mal auf DirectX 11 gestellt und das Paradoxe daran ist natürlich, dass mein Computer das wohl besser verträgt als die DirectX 10 Einstellung. Will sagen, ich habe jetzt einfach permanent auch mit Fraps jetzt im Moment 26 Frames, aber auch während des Spiels über 20. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf der Oberfläche ist, weil da gibt es ja auch meistens mehr zu berechnen, aber im Untergrund, werdet es jetzt feststellen. Hör gut zu, die Station ist unter sieht es einfach viel besser aus. Also, weiß nicht, ich kann jetzt auch nicht wirklich unterscheiden, was DirectX 10 und was DirectX 11 ausmacht. Aber ich denke mal, so ein bisschen dieses High Dynamic Range, das Licht, die Partikeleffekte, sieht alles ein bisschen feiner aus. Aber erstmal gucken, was jetzt passiert. Ich habe es noch nicht gesehen. Wir müssen nur. Scheiße, da passe ich nie durch. Na gut, du bleibst hier. Ja, wir sind ja hier mit Bourbon, dem. Ja. komischen Vogel, endlich an der trockenen Station angekommen. Wir sind gut. Okay. Jetzt passiert. Halt, oh. Wer bist du? Hey, ich brauche Licht. Ohohoho. Wen haben wir denn hier? Es ist Bourbon, der Geld macht. Naja, es scheint wohl so ein Schlitzohr zu sein, den man überall kennt und der überall was ausgefressen hat. Ich habe etwas mit ihm zu besprechen. Der Boss? Aber natürlich, der Boss soll es also sein. Wo solltest du sonst hinfallen? Okay, das wie aus den Bud Spencer-Filmen, so diese. Bewegung. Ich finde das gut, ich mag die Filme. Naja. Bewegung. Ja, okay. Tschüss, Bourbon. Schau mal, ob er etwas vergisst. Ich sehe seine Sachen nicht. Oh oh. Yeah. Artyom. Ja, er macht was. Ich dachte, der wartet jetzt ab und wird dann auch noch schön erwischt. Das hat ja. Ich kann es nämlich auch nicht kontrollieren jetzt, also ich kann die Maus nicht beeinflussen. Hier gibt es nichts als Ratten. Na gut, dann gehen wir. Da. Okay, schnappen wir sein Gepäck. Ah, schön, da liegt ja die AK. Ah, da ist das eine AK. Ich kenne mich da nicht so aus. Jawohl. Endlich eine neue Knarre. Ich habe die alte. Ja, super. Und jetzt liegt hier natürlich auch noch das schöne neue MG. Quatsch. Die Pumpgun natürlich. Okay, ich schleiche mich mal langsam hier raus. Oh Mann. Ich sehe schon, da ist alles voll. Ich mache natürlich erstmal das Licht aus. Ach. Ja, das ist wieder sowas. Jetzt bereut man es natürlich. Ich hätte mir vorhin am besten so einen Revolver mit Schalldämpfer geholt. Okay, da sitzt er. Da sitzt er. Zack. Und Licht aus. Okay, was ist denn da vorne los? Oh, oh. Oh oh. Oh nee, komm, das hat jetzt. Warum stirbst du auch nicht einfach, wie sie es gehört? Na super. Los. Oh fuck. Au. Oh nein, 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 nein. Jetzt fliegt er gerne zurück.
Die fliegen irgendwie richtig langsam, habe ich das Gefühl. Haha. Ich glaube, ich habe was getroffen. Immer diese überdramatischen Tode. Okay, ich glaube, ich schlag mich gerade ganz gut. Dafür, dass sie einen mit zwei Schüssen töten können. Oh shit, das war jetzt gar nicht. Jetzt habe ich meine Position verraten. Oh, jawoll, jawoll. Jawoll. Ich würde ja gerne mal wissen, wie die KI so drauf ist, ob sie das hinkriegt, dass sie einen umkreist, oder? Nee, ich glaube nicht. Die warten jetzt wohl die ganze Zeit, bis ich den Kopf rausstrecke und dann schießen sie auf mich. Ah, ich will sie doch gar nicht anmachen. Langsam wird's knapp mit der Munition. Ah. Okay, letzter Schuss. Jetzt habe ich nur noch die gute Militärmunition. Die möchte ich jetzt. Nee, die verschieße ich nicht. Die verschieße ich nicht. Dafür ist sie mir echt zu wertvoll. Ich schau mal lieber hier die Waggons noch durch. Natürlich für ein Licht aus. Ah ja, natürlich diese Pfeile. Ja, ich weiß halt nicht, kriege ich noch einen Bogen oder eine Armbrust? Das wird ja so in diese Endzeitstimmung passen, dass man eben wieder zu den Wurzeln zurückgeht, aber ich habe leider noch keine gesehen bis jetzt. Okay, ah, ich habe wieder Schuss. Vier Stück. Was habe ich denn hier? Ja, sieht sehr mager aus allgemein. Okay, okay. 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 Wo seid ihr denn? Du bist erledigt. Oh oh. Granate! Oh ne. Nein, 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 nein. Oh. Das Dynamit ist auch schon böse, aber es müsste eben. Ich finde, es müsste eben. Ja, planbarer sein, wie es dann explodiert. Nicht einfach hier anzünden, zack, und dann. Aha. Hab ich dich. Runter. Was? Oh, was war das? Warum habe ich irgendwie noch die Gasmaske auf? Ja, genau. Stehen bleiben, sonst lege ich dich um. Ja, wenn ich stehen bleib, dann schießt du doch eh was. Oh, 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 oh. In Deckung! Ich hoffe, ich habe dich erwischt. Mist, geil. Rüber. Stehen bleiben! Warum? Ich will aber nicht. Oh yeah, da gibt's wieder. Jawoll! Immerhin. Ist da auch noch? Jawoll, da ist auch noch. Na, zwei Schuss. Mist Girl! Nee. Ich glaube doch nicht echt, dass da jemand auf den Spruch reinfällt, oder? Fire in the hole! Ich glaube, das hat da oben erstmal aufgeräumt.
Ja, warum kann ich die Leiter nicht hoch? Ja, klar, ich nehme die Hände hoch. So blöd sehe ich wohl aus, oder wie? Ja, ja, den Spruch kenne ich schon, Junge. Hände hoch. In Deckung! Bam! Und? Hat's. Jawohl, ich glaube, der hat gesessen. Ah, das Dynamit ist schon cool. Oh oh. Oh. Ah, lebst du noch? Auf jeden Fall schießt da noch irgendwas auf mich. Ich würde ja auch gerne die Lampe anmachen, aber irgendwie traue ich mich nicht auch. Na komm, streck nochmal den Kopf raus. Was für... Oh ne. Komm schon. Ein Kopfschuss. Haha. Ja, macht Spaß. Wenn man mal nicht stirbt oder wenn man mal nicht von Mutanten gejagt wird und Angst hat wie ein kleines Mädchen, dann macht es doch Freude. Nein, ich will nicht hochklettern. Was für funky Musik die da laufen haben. So, Licht aus. Hatte ich eigentlich schon einen Zwischenspeicherpunkt? Ich habe es jetzt nicht gesehen. Aber ich glaube, ich kann es mir auch mal erlauben, jetzt Licht anzumachen. Ist ja auch mal gut. Es war jetzt die ganze Zeit dunkel. Ja, ich merke auch, also man wird so ein bisschen, denke ich, gezwungen, Dynamit zu nutzen, weil es gibt es halt echt in Massen zurück hier.